So, das hier. BG, jetzt wird's spannend. Das ist falsche B. B ist also H. Und dann D. D. Müsste es nicht eine Rückkopplung? Oder war das? Muss zum Buch. Ein Buch hat man hier noch E, G, A, B, D spielen. Scheint auch rechts zu sein. Und das H, was eigentlich ein B ist, das B, was eigentlich ein H ist. Und das D. Ah, okay. Das war also hey, richtig. Das rockt. Rockstar Harvey. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Jetzt hat der Kopfhörer auf. Ich glaube immer noch nicht, was du glaubst, aber bitte, ich muss. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Was war das für ein Schrei? Wir werden sehen. Hoppala. Oh nein. Dass jemand runtergestürzt. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Wie grausam. Oh, hier wird's gleich noch grausamer. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Mhm.
Hier wohne ich also. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Auf keinen. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Die gehört mir bereits, glaube ich. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Oh nein. Oh nein. Ich will nicht. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Ach, Harvey. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Guck mal, Harvey. Wir sind endlich zu Hause. Noch sind wir nicht drin. Vielleicht können... Ach, das hier nicht noch... Mattis hat... Aber Mattis ist nicht hier. Ich wünsche... Weißt du noch, wie wir den Tauchsieder an die Türklinke gehängt haben, um Einbrecher zu verscheuchen? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Mattis konnte die Hand einen Monat lang nicht mehr benutzen. Die gute alte Zeit. Tja. Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Ich wollte gerade sagen, Harvey hat nur destruktive Vorschläge. Mattis hat mir verboten, die Türen zu bemalen. Aber Mattis ist nicht hier. Ich wünschte, er wäre es. Tja. Weißt du noch, wie wir Alfred früher immer Fallen gestellt haben? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Ein Topf mit Schlamm auf der Türkante. Es hätte eigentlich funktionieren sollen. Hat es doch auch. Geht so. Ich wollte, dass ihn der Schlamm trifft. Aber so war es doch auch lustig. Die Beule war so groß wie das Matterhorn. Ja. Tja. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Das hatten wir schon. Verzeihst du mir? Oh oh. Er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Tja. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Oh je. Die will ich nicht. So eine Schande. Nein. Lass liegen. Der ist voll von Die will ich nicht. Erinnert dich dieser Briefkasten an etwas, Harvey? Da haben wir früher immer Alfreds Pausenbrote drin versenkt. Ich glaube, ich kann die vergammelte Leberwurst noch immer riechen. Leberwurst. Boah. Yippie. Nein, Harvey. Yippie. Randale. Yippie, Randale! Nein, Harvey. Ich habe... Alles wird gut, Ed. Was? Ich habe niemanden mehr, dem ich schreiben könnte. Oh. Alles wird gut, Edna. Ich werde alle Sachen, die wir gestohlen haben, zurückschicken, sobald wir Dr. Marcel das Handwerk gelegt haben. Nicht nötig. Der Zahn der Zeit hat die alte Post bereits vollständig zernagt. Und die Ratten der Nachbarschaft haben tüchtig mitgeholfen. Oha. Sobald wir Dr. Marcel das Handwerk gelegt haben, werde ich meinen Freunden in der Anstalt eine Karte schreiben. Na, der Alumann ist verkuckelt, der hat Rohrgebecher und Adrian und gucken, kann sie noch schreiben. Sobald wir Dr. Marcel... Früher haben wir Mattis Post immer unter Wasserdampf geöffnet. Es war aber nur selten was Interessantes drin. Meistens waren es Rechnungen und später dann auch Mahnungen. Langweiliges Zeugs also, das nicht mal als Papierflieger viel getaugt hat. Der Generalschlüssel passt hier nicht. Für den Briefkasten braucht man den kleinen Schlüssel. Aber ist ein bisschen offen. Gut, dann tue ich mal was, was mir wirklich sehr wehtun wird. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge.
Aber in welchem bloß? Das war ein Genozid. Der hier war's nicht. Warum zerbricht er den hier? Ich würde den hier zerbrechen. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Wie, es ist in dem, auf den ich die ganze Zeit klicke. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Nee, aber in welchem erstes, bloß? Als zweites machen. Natürlich. Der hier war's nicht. Lass mich raten. Natürlich. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Das musst du vom Spiel so. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Und den jetzt zweites machen. Immer der letzte, den man ausprobiert. Brutalo. Die Zwergenmörderin. Den Tisch. Ich erinnere mich, dass sich dieser Tisch auch prima als Hockeytor eignet. Und als Zielscheibe fürs Messer werfen. Stimmt. Jetzt weiß ich es auch wieder. Man kann sogar Alfreds Bissspuren noch erkennen. Oha. Erinnerst du dich an diese Terrassenmöbel, Harvey? Na klar. Mattes hat hier oft gesessen. Es kommt mir alles noch so nah vor. Und doch ist alles so anders hier. Oha. Hier habe ich früher immer Bilder gemalt. Ich mochte deine Alfred-Karikatur. Die, wo er nach Fliegen schnappt. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Nein. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Keine Unterschiede. Nein, dieser Tisch gehört jetzt mir. Bei gutem Wetter haben wir immer draußen gegessen. Ach, Matthias. Wollen wir nach Geheimfächern suchen? Später, Harvey. Wollen wir nach Geheimfächern? Später. Okay, müssen wir natürlich noch was versuchen. Was natürlich nicht klappen wird. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Oh nein. Kriegen wir jetzt noch 9 Schlüssel, ja. Das ist jetzt natürlich blöd. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Die ist abgeschlossen und doppelt gesichert. Wie denn? Die ist einbruchssicher. Hey, geh auf! Sie war schon immer schwerhörig. Die Verandatür lässt sich nur von innen öffnen. Ich sehe unseren alten Esstisch. Früher durfte ich hier mit Fensterfarben malen, bis ich einmal diese Karikatur von Dr. Marcel gemalt hatte. Aha. Die Schere hilft mir hier überhaupt nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Nein. Früher bis ich... Lass uns hier einbrechen! Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Aha. Guck mal, Harvey, der alte Salon. Genau wie wir ihn verlassen haben. Unheimlich. Hey. Hey, geh auf! Wie denn? Die ist... An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. An dem Tisch... Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Ja. Stuhlschirm. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Ja, das ist das Gleiche.
Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Hallo, Edna. Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna! Nein, nein, nein. Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Erinnert dich dieser Schirm an etwas, Harvey? Na klar. Damit haben wir damals im Atjosten gespielt. Ja, ich erinnere mich auch. Was für ein Alfred Ding. War eine jämmerliche Strohpuppe. Ich habe ihm 1000-mal gesagt, dass Strohpuppen nicht Aua rufen, wenn sie getroffen werden. Nein, nein. Nein, der ist schon ramponiert genug. Ramponiert genug? Wo ist deine Destruktivität abgeblieben? Die baumelt an meiner linken Hand und weiß nicht, wann sie die Klappe halten soll. Was? Aber... Oh. Nein, es erinnert mich an früher. Damit könnte ich höchstens eines der Löcher flicken. Alles wird gut, Edna. Noch mehr Löcher? Hier ist doch schon alles kaputt. Alles! Kopf hoch, Edna. Wir bringen das wieder in Ordnung. Nicht weinen, Edna. Nein, es erinnert... Stimmt, da tropft es durch. Aber einen Topf drunter zu stellen, würde auch nichts ändern. Wollen wir nach Geheimfächern suchen? Später, Harvey. Oha, ein Schuppen. Fensterschuppentür. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Bist du doppelt verspiegelt? Wir auf dem Land halten nichts von so einem Schnickschnack. Das ist so gut eingebaut, keine Chance. Ich sehe da drin viel... Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Aber wozu auch? Ich kann die Tür benutzen. Ach was. Ob ich da drinnen etwas zum Kochen finde? Wir können doch bestimmt versuchen, mit einem Stein das Fenster einzuschlagen und dabei fast draufgehen. Keine Anspielung an eine andere Geschichte. Darauf kann ich nicht rumkritzeln. Die Schere kann kein Glas schneiden. Du hast es nicht einmal probiert. Ach, Harvey. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Nein. Darauf kann ich nicht rumkritzeln. Ich probiere erst einmal die Tür, wenn's recht ist. Ach, Schwachsinn. Erst die Tür probieren. Da. Nee. Hauptsache erstmal Fenster einschlagen. Mit einem 4-Kilo-Stein. Ah, die Tür war offen. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Weißt du noch, als wir mit Alfred Zahnarzt gespielt haben? Uweia. Ich glaube, das war der Tag, an dem Dr. Marcel Mattis verprügelt hat. Warum Mattis? Weißt du noch, als wir mit... Ich glaube... Oh, wir haben eine Zange. Handschuhe. Sie kennen nur die Gebärdensprache. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Sie kennen nur... Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Erinnerst du dich an... Na klar! Einmal haben wir darin Nacktschnecken gesammelt. Am nächsten Tag wollte Mattis die Hecke schneiden. Stattdessen sperrte er sich den ganzen Tag im Badezimmer ein. Tja. Wollen wir die Handschuhe bekritzeln? Ach, Harvey, was bringt denn das? Spaß! Tut es das? Ach, auf einmal so mieslaunig. Im Prinzip erfüllen sie denselben Zweck. Aber ich bleibe bei meinen Topflappen. Da wohnen wenigstens keine Spinnen in den Fingern. Jörg. Wollen wir uns fingerlose Handschuhe basteln? Nein, danke. Ich bevorzuge handschuhlose Finger. Fingerlose Finger? Ja,
Die müsste man abkochen, bevor man sie wieder benutzt. Nein, den habe ich mit bloßen Händen geschmiedet. Die Handschuhe helfen nicht gegen Zangenbisse. Diese Erkenntnis hat Alfred 3 Fingerkuppen gekostet. Oh je. Okay, was können wir noch? Das Rad mal erfinden. Auf diese Weise bekomme ich es niemals repariert. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Oh. Mhm. Du siehst aber platt aus. Ja, das Leben ist grausam. Das Fahrrad ist nicht abgeschlossen. Wäre auch ziemlich sinnlos. Ziemlich sinnlos? Du sagst das, als wenn das was Schlechtes wäre. Vor jeder Fahrradtour machte uns Mattis einen großen Topf Nudelsuppe. Sie schmeckte erbärmlich, dafür klebte sie lustig an den Zähnen. Ja. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Wir könnten uns mit der Zickzackschere Katzenaugen basteln. Aber was benutzen wir als Köder? Benimm dich, Harvey. Niemals. Wollen wir achten ins Rad, hämmern? Pfoten weg, Harvey. Das ist nicht Alfreds Rad. So, eine Hake haben wir, eine Schneeschaufel, einen Spaten haben wir, einen Rasenmäher. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Den roll ich über. Nee, nix gegen Zwerge. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Kettensägen? Bevor ich mit der Gartenarbeit anfange, sollte ich mich erst einmal um das Haus kümmern. Jetzt Kettensägen. Guck mal, Harvey, der alte Rasenmäher. Yippie! Jetzt können wir endlich wieder Jag den Frosch spielen. Ach, Harvey, wie soll denn das gehen ohne Alfred? Oh, das... Entschuldigung. Die Hake. Die gehört mir bereits. Na, Hake, hast du mich vermisst? Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Na, Hake, hast du mich vermisst? Die gehört mir. Immer mit der Ruhe. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Oh Mann. Lass mich raten. Du gehörst Citizen Kane. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wozu? Wir haben noch Herbst. Okay, wir haben eine Schaufel. Einen Spaten und eine Kneifzange. So, dann mal hier entlang. Der Mond. Sieh mal, Harvey, der Mond. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen... Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Die Tür. Hier wohne ich also. Man braucht wahrscheinlich einen Schlüssel für die Tür. Haben wir verschenkt. So ein Mist. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen.
Das glaube ich. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. Und das Haus Mond zur Disteln. Der hat nur die Handschuhe gebraucht. Zu. Hätt's gedacht.